Was würden Sie machen, meine Damen und Herren, wenn Sie sehen, wie jemand einen Kanister Benzin ins Feuer schmeißt oder versucht, mehrere Kanister Benzin ins Feuer zu schmeißen? Würden Sie dann denken, naja, der ist vielleicht ein bisschen dumm in der Birne, wenn er dabei drauf geht, dann hat er halt Pech gehabt. Okay, könnte man sagen, das ist dann Dummheit, aber was ist, wenn andere mit draufgehen, die eben da in der Nähe rumstehen, wenn wir alle also von dieser extremen Dummheit betroffen ist? Und das ist vielleicht ein Bild dafür, dessen, was gerade abläuft in der Welt mit den Notenbanken, mit der Inflation, da haben wir eine brandgefährliche Situation und jemand schüttet Benzin noch in diese Situation, führt also in einer ohnehin extremen Geldentwertung noch weitere Liquidität hinzu. Die Folge wird absehbar sein. Es kann und wird nicht gut gehen, auch diesmal nicht. Und dementsprechend muss man, glaube ich, einfach davor warnen. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren, denn wir sehen jetzt praktisch das Explodieren dieser tickenden Zeitbombe, wie ich das hier formuliert habe im Titel. Heute das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Regelrecht abgestürzt, so schlecht wie seit 11 Jahren, nicht mehr, deutlich schlechter als während dem Lockdown in der Corona-Krise. Warum? Weil die Leute merken, es geht ihnen jetzt wirklich ans Portemonnaie. Ein Viertel der Amerikaner müssen sich schon massiv einschränken, können nicht mehr so konsumieren, wie sie wollen, aufgrund der gestiegenen Preise. Und die Verzweiflung der Leute kommt in dem Satz zu Ausdruck: The growing belief among consumers that no effective policies have yet been developed to reduce the damage from surging inflation. Also es ist eine schreiende Anklage im Prinzip an die Politik, wie auch vor allem an die Notenbanken, dass nichts dagegen getan wird, diese Inflation zu bekämpfen. Das ist das große Problem. Im Gegenteil, da wird einfach weitergemacht. Ja, wir kaufen jetzt vielleicht ein bisschen weniger Anleihen, sagt die FED, die EZB, die denkt schon über das nächste Rettungsprogramm nach, wenn PEP dann im Februar abgelaufen ist, will weiter Anleihen kaufen, will weiter damit Liquidität in die Märkte pumpen. Und das ist natürlich nicht gerade die beste Medizin, wenn ich hier eben das Feuer löschen will, indem ich Benzin reinschütte. Das ist schon wirklich grob. Wenn Sie denken, naja gut, das denkt der Fugmann, das ist halt einer, der ein bisschen rumspinnt, dann haben Sie natürlich einerseits total recht, meine Damen und Herren, auf der anderen Seite aber leider nicht, denn Sie sehen hier, dass auch etwa auf Bloomberg ein Artikel heute erschienen ist, wo man eben sagt, die bringen reale Risiken zur Economy, also die haben das Potenzial, hier die Konsumenten aus der Bahn zu werfen, die Realwirtschaft aus der Bahn zu werfen. Sie können unser Finanz- und unser Wirtschaftssystem praktisch in die Luft sprengen und genau das passiert derzeit in gewisser Weise in Zeitlupe, was wir da sehen, meine Damen und Herren. Und das, wie gesagt, da bin ich nicht ganz der Einzige, der das denkt, etwa Michael Burry, bekannt ja aus The Big Short, der damals schon das herannahende Platzen der US-Immobilienblase gesehen hat. Jetzt sieht er das herannahende Platzen der Allesblase, der durch die Notenbanken verursachten Allesblase. Er sagt, mehr Spekulation als in den 20er Jahren. Wir erinnern uns, Ende der 20er Jahre ging diese Spekulation ein bisschen schief, mehr Überbewertung als in den 90er Jahren. Dotcom-Blase, da war doch was. Mehr geopolitische und ökonomische Strife dann in den 70er Jahren, also mehr, könnte man sagen, Turbulenzen als in den 1970er Jahren, das war ja das Zeitalter der Inflation, OPEC, Embargo etc. Und er spielt dann Honey auf Kyle Rittenhouse, gegen den derzeit ein Prozess läuft, der 2 Menschen umgebracht hat, angeblich in Notwert. Genau das wird derzeit verhandelt. Jedenfalls, Sven Hendrik sagt, wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 200% zum BIP. Wir haben die Inflation auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren. Wir haben ein Konsumentenvertrauen, das so tief ist wie 11 Jahre, nicht mehr. Und wir haben, das will ich Ihnen gleich zeigen, die höchste Rate von Menschen, die ihren Job verlässt, die wir jemals gesehen haben, aber das hat natürlich alles nichts damit zu tun, dass das Geldsystem geradezu geflutet wird mit der Liquidität. Natürlich hat es damit zu tun, schauen wir mal, wie spinnert, auf Bayerisch gesagt, der Michael Burry und der Sven Hendrik sind. Wir haben hier aktuell eine Marktkapitalisierung der US-Märkte von 54 Billionen Dollar. Im Jahr 2008 waren es erst
9 Billionen, also ein Sechstel. Vor 20 Monaten, also nicht mal 2 Jahren, waren es 27 Billionen, also die Hälfte. Also man sieht, das Ding eskaliert hier ein bisschen. Wir sehen eine galoppierende Vermögenspreisinflation und dann gibt es die Leute, die darüber jubeln und sagen, ha, meine Assets werden mehr wert, super. Aber irgendwann fliegt einem das so dermaßen um die Ohren, dass die Freude eher kurzfristig sein wird. Das ist genau das Thema. Man wirft mir immer wieder vor, ich sei bärisch. Nein, ich bin nicht bärisch in einem völligen Casino, manipulierten Casino-System, wo letztendlich überhaupt nicht mehr sauber gespielt werden kann, gar keine Märkte mehr da sind, kann man für Kurse kaum bärisch sein. Ich bin fundamental bärisch, weil ich sehe, was da läuft, komplett aus dem Ruder läuft und letztendlich zu einer Katastrophe führen muss. Ich prognostiziere auch keinen Crash, das habe ich nie gemacht, das wird mir immer wieder vorgeworfen, wenn ein Crash. Ich versuche, den Wahnsinn zu beschreiben und zu sagen, Leute, es wird nicht gut gehen. Was auch immer dann mit den Kursen passiert, das ist eine völlig andere Frage. Aber es wird nicht gut gehen und es wird uns allen auf die Füße fallen. Und genau das ist das Problem. Es wird meinen Kindern auf die Füße fallen. Das interessiert mich dann persönlich. Es wird mir selber auf die Füße fallen. Es wird denjenigen, die ich kenne und liebe, auf die Füße fallen. Und das will ich nicht. Und deswegen erhebe ich gewissermaßen meine Stimme. Wir sehen heute Großhandelspreise aus Deutschland. Mit einem Rekordzeit der Ölkrise 1974. Wir sehen, die Dinge eskalieren in jeder Hinsicht. Inflationserwartungen steigen massiv an. Kaffee jetzt auf dem höchsten Stand seit 7 Jahren. Rosneft hat jetzt gesagt, wir stehen vor einem Energiepreis-Superzyklus. Hier sagt man, ob trotz der Unsicherheit in der globalen Wirtschaft und der pandemischen Situation sehen wir eine rapide wachsende Nachfrage für traditionelle Energieressourcen. Das sind also nicht die grünen Energieressourcen. Und da spricht man von strukturellen Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage. Und wir sehen deshalb einen Superzyklus für Öl und Gas, also für diese traditionellen Energieträger. Das ist schon sprechend. Wie gesagt, Inflationserwartung jetzt höchster Stand seit 2006. Also wir sehen die Aktienmärkte, die sagen, super geil, Geld, die Fed, die wird ja weiter in das Feuer ein bisschen Benzin reinspritzen. Da können wir profitieren. Die Anleihemärkte sehen das ein bisschen anders. Wir sehen ja weltweit steigende Renditen. Wir sehen Notenbanken, die überall auf der Welt die Zinsen anheben, nur eben nicht die wichtigen Notenbanken wie Fed und EZB. Wir sehen, dass etwa die Fed Fund Futures Zinsanhebungen einpreisen. Also alle erkennen schon, was passiert ist. Und man sieht ja nicht nur Inflation sozusagen jetzt immer als Steigerungsrate zum Vorjahresmonat, wie wir das am Mittwoch hatten in den USA mit 6,2%, sondern es geht um das absolute Niveau. Und wenn Sie hier sehen, für ein Gut, das Sie etwa in der Kernrate aufbringen mussten im Jahr 2000, etwa 180 Dollar, müssen Sie jetzt locker 280 Dollar bezahlen. Das nennt man dann gemeinhin Inflation. Und es gibt eben diese strukturellen Treiber jetzt, die erst beginnen wirksam zu werden. Da ist vor allem die Miete jetzt bei den letzten Zahlen, hat das Bureau of Labor Statistics das erste Mal wirklich diese massiven Mietpreisanstiege überhaupt zur Kenntnis genommen. Und hier sehen wir, wie das jetzt weitergegangen ist in den letzten Monaten. Also alleine diese Komponente, die für ein Drittel der Inflationsberechnung steht in den USA, die wird weiter massiv steigen. Und der zweite Punkt ist jetzt die beginnende Lohnpreisspirale. Wir sehen, dass wir praktisch keine billigen und willigen Arbeitskräfte mehr am Markt haben. Hier sehen wir, der Temporary Unemployment geradezu kollabiert. People not in Labor Force geht runter und vor allem die Arbeitskosten für die Unternehmen gehen deutlich rauf. Das ist klar. Und wir sehen hier auf der anderen Seite heute Jobs Report. Also wie viele Jobangebote gibt es in den USA? Auch wieder weit über 10 Millionen. Es gibt also derzeit 2,8 Millionen mehr Jobangebote als offiziell Arbeitslose. Und Umfragen unter Arbeitnehmern bestätigen so ein bisschen, was da eigentlich los ist. Da wird gefragt, ist es eigentlich eine gute Zeit jetzt, einen Qualitätsjob zu finden? Das sagen 3/4 aller Befragten, ja, so viel wie noch nie. Also der Arbeitsmarkt, der läuft heiß. Aber Schill und Paul sagt, ja, wir brauchen doch Full Employment, nicht wahr? Das ist so das letzte Rückzugsgefecht, das schon lächerlich ist. Das ist Full Employment. Wer arbeiten will, der kann arbeiten. Das ist genau der Punkt. Wir sehen jetzt auch, dass im September, das haben diese JOLTS-Daten heute gezeigt, 4,4 Millionen Amerikaner ihren Job verlassen haben, gewechselt haben. Warum tun sie das? Weil sie in dem anderen Job mehr verdienen. Jetzt haben wir in diesem Jahr, also in 2021 bereits
34,5 Millionen Amerikaner ihren Job gewechselt. Das bisherige Hoch war im Jahr 2019 insgesamt, also im Gesamtjahr, wir haben ja noch ein bisschen zu gehen, 31,7 Millionen. Also wir sehen, da ist richtig praktisch eine Abstimmung mit den Füßen der Fall und die Notenbanken sagen, Full Employment, gell? Und die Inflation, die kommt wieder runter, ganz sicher kommt die runter. Wir sehen hier mal die Aussagen aus dieser Umfrage der Uni Michigan in Sachen Verbrauchervertrauen. Hier gute Zeit, ein Auto zu kaufen, ein Haus zu kaufen oder langlebige Wirtschaftsgüter zu kaufen. Kollabierend, voll im Absturz. Die Leute sagen, das ist zu teuer, kann ich mir nicht mehr leisten. Und wir sehen, dass gleichzeitig die Inflationserwartungen jetzt auch bei den Konsumenten auf dem höchsten Stand seit 2018. Jetzt wird viel geredet derzeit, auch Markus Koch hat das heute gesagt. Da werden Einzelbeispiele genannt, dass etwa Toyota wieder seine Produktion in Japan aufnimmt, die Autoproduktion, das stimmt, es gibt einzelne Beispiele, wo das der Fall ist, aber in den großen Daten jedenfalls zeigt sich das noch nicht hier, was etwa die Lieferzeiten betrifft, die sind auf einem neuen Hoch, wie die ISM, also die Einkaufsmanager-Index-Umfragen von ISM zeigen, wie auch die Umfragen der regionalen FED-Bezirke zeigen, da sehen wir bisher Rekorde, da ist also noch nichts zu sehen, dass da irgendwie ein Trend sich umkehren würde. Und wir kommen jetzt mal zu den Märkten, meine Damen und Herren, da geht es lustig zu, Johnson & Johnson wird sich jetzt splitten, also erst hätten wir General Electric gehabt, jetzt Johnson & Johnson, das ist jetzt so der neueste Schrei, wir teilen uns einfach, gell, weil in zwei Hälften sind wir deutlich mehr wert, als wenn wir zusammen sind, gell, also 0,5 plus 0,5 ist deutlich mehr als 1, meine Damen und Herren, gell, haben Sie das noch nicht begriffen? Ne? An der Börse ist es aber so, gell? Und das ist die wundersame Geldvermehrung, die wundersame Assetpreisinflation, die dann solche absurden Begründungen sucht, die schon echt witzig sind. Und jetzt gibt es aktuell den Vorschlag von Sven Henrik, Mensch, spaltet doch auch die Fed auf, dann wird sie auch wertvoller. Wir nehmen einen Teil nur für die Anleihekäufe und den anderen eher so für das Insider-Trading. Das ist so mal ein guter Vorschlag. Ne? Also, ne, Jerome, gell, und der lacht sich mit der Christine, lacht er sich schon tot. Andere News noch, Bitcoin SEC hat jetzt den Vanek Spot Bitcoin ETF nicht erlaubt. Die SEC hatte ja kürzlich einen Bitcoin ETF erlaubt, aber das basiert letztendlich auf dem Bitcoin Future, der ja praktisch gehandelt wird. Und ein Bitcoin Future, wie alle Futures, da kann man zu jeder Sekunde sehen, aha, das ist der Preis, man weiß, wie viel Bit, wie viel Ask-Volumen da am Start ist, sehr, sehr transparent. Dagegen der Spotmarkt, um den es hier ginge, bei diesem Vanek Spot ETF, Bitcoin ETF, da hängt es im Prinzip von dem Broker, von dem Market Maker ab, welchen Kurs er stellt. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob das genau die Begründung ist, ich habe es mir noch im Ansatz jetzt durchgelesen, weil die Meldung noch gar nicht so lange her ist und ich dann irgendwann fertig werden musste für das Video. Jedenfalls hat die SEC, die Börsenaufsicht, gesagt, da entspricht nicht unseren Regularien. Bitcoin was not amused after that news. Bisschen runtergekommen, aber am Ende geht alles wieder rauf. Und wir sehen derzeit die Spannungen an der polnisch-weißrussischen belarussischen Horst ist ja inzwischen Grenze. Die nehmen zu, paramilitärische Truppenübungen von Russen und Weißrussen, Belarussen, Entschuldigung, die hier also agieren. Belarus hat gesagt, man ist bereit, auch die eigene Sicherheit mit der Hilfe von russischen Truppen eben zu verteidigen. Wenn man mit Polen spricht, die hier in Deutschland leben und zu Hause anrufen, hat mir jetzt ein guter Freund erzählt. Ich selber habe noch ein paar Kontakte nach Polen aus einer früheren Zeit. Jedenfalls, da ist von Kriegsgefahr die Rede, die man hier sieht in dieser Situation. Jetzt hat die Türkei offenkundig beschlossen, von türkischen Flughäfen niemand mehr in Richtung, also zumindest keine Iraker, Syrer und Jemeniten in Richtung Europäische Union oder Weißrussland, Belarus, sorry, zu fliegen. Also hier scheint vielleicht die Angie hat den Ratschib angerufen und gesagt, du, pass auf, gell, wir haben da vielleicht ein Problemchen, gell, der Putin, der zündet noch nicht so, da hat die Angie ja auch mit dem gesprochen, der mag noch nicht so recht folgen. Jetzt zwei Hinweise, meine Damen und Herren, bevor ich Sie ins wohlverdiente Wochenende entlasse. Auf zwei Artikel von mir, S&P 500, Crack-Up-Boom und dann der Crash. Dort eine sehr, sehr gute Analyse, dass es durchaus sein kann, dass wir nochmal einen Crack-Up-Boom nach oben sehen. Das ist aber wahrscheinlich der letzte große Crack-Up-Boom, den wir erleben, bevor es dann ein bisschen schwieriger wird. Und zweiter Artikel, extrem interessant, mit einem
Interview von Andreas Dehner Larsen, der ist praktisch bei Nordea, einer europäischen Großbank, verantwortlich für das makroökonomische Umfeld. Der sagt genau das, was ich sage, oder ziemlich ähnlich, was ich sage. Inflation, warum der Tsunami heftiger und dauerhafter sein wird. Und er sagt, die Fed wird in solche Schwierigkeiten kommen, die werden dann radikal auf die Bremse treten müssen. Beide Artikel, meine Damen und Herren, absolutes Must-Read, Must-See. Unter dem Video werde ich Ihnen das verlinken und wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.